Umgeben von Katzen. Ja, Mord, ich will jetzt hier auch. Ich darf hier nicht sitzen. Oder nur bedingt. Moment, ich hab's gleich. Ja. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Marathon-Video von mir. Es gab jetzt länger kein Video, das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war ich die Videos so ein bisschen müde und nur um sie zu drehen. Nur sie zu drehen, damit ich sie gedreht habe, wollte ich nicht. Und zum anderen war jetzt natürlich der Umzug und dass ich hier kein Internet habe und sowieso das Video nicht hochladen konnte. Deswegen habe ich einfach mal gar keins gedreht, ne? Ja, das waren so die Sachen. Ich will vielleicht gar nicht so detailliert jetzt wieder so Trainingstagebuches machen, sondern eher euch so erzählen, wie es mir so ergangen ist und was so die letzte Zeit passiert ist. Und zwar habe ich in der letzten Woche meinen letzten langen Trainingslauf gemacht. Das sollten 35 Kilometer werden. Geworden sind es dann 30, was an Knieschmerzen lag, die angefangen haben, bevor jetzt alle schreien, ja, Laufen ist ungesund für die Knie. Das ist auch ein Stück weit normal. Ich meine, wenn ich sehe, was ich an Wochenkilometern gelaufen bin, ja, ist halt so, es ist am linken Knie und das ist so eine Sehne, die so an der Seite hochgeht und nach oben in den Oberschenkel und nach unten in die Wade und kann einfach überlastet sein und das war sie bei mir. Ich habe das dann so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, kann man sagen, weil ich dachte, ach, Knieschmerzen hat man ja öfter mal, wird schon wieder weggehen. Und bin dann 2 Tage später mit meiner besten Freundin 10 Kilometer gelaufen, was sehr, sehr schön war bei uns im Wald. So, wir waren auch langsam unterwegs, weil wir einfach viel gequatscht haben und das war sehr schön. Ich habe es sehr genossen, mit ihr endlich wieder laufen zu gehen, weil wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemeinsam laufen waren. Und dann war ich den Tag später beim Berlin-Marathon und die Stimmung war der Wahnsinn. Ich kann euch sagen, diese Profis dort laufen zu sehen, war einfach der Wahnsinn. Es war so, so, so schön. Es war einfach toll, mit die dort zu sehen. Und es wurde ja auch ein neuer Weltrekord aufgestellt über die Marathondistanz. Und drei Freunde von mir sind gestartet, beziehungsweise vier sind gestartet. Und ich habe eine davon ab Kilometer 32 begleitet. Ich habe ihr das angeboten. Offiziell erlaubt ist es natürlich nicht, aber wen interessiert schon, was offiziell erlaubt ist? Also ich habe das einfach gemacht. Und bin dann ab Kilometer 32 mit reingewuppt in den Pott und bin dann da mitgelaufen. Und ich muss sagen, ich würde so gerne den Berlin-Marathon nächstes Jahr laufen, weil es einfach, die Strecke war der Wahnsinn. Es waren nur Gänsehautmomente und sie hat so, so toll durchgehalten. Und das, nachdem sie schon 32 Kilometer gelaufen ist. Ich bin dann mit ihr mitgelaufen bis Kilometer 41, das letzte Stück und das Schönste natürlich, das Brandenburger Tor, ist natürlich alleine gelaufen. Ich war nur einfach dafür da, dass jemand da ist, dass jemand Getränke holt an den Versorgungsstellen und dass einfach jemand da ist, Gels reichen, falls irgendwas ist einfach. Und ich glaube, es motiviert auch, wenn jemand mitläuft und einfach da ist. Das fand ich dann sehr schön. Es haben alle, sind alle angekommen. Die von meinen Freunden gestartet sind, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und alle auch gut angekommen, gesund angekommen. Und ja, das war ein sehr, sehr, sehr cooles Erlebnis. Und Luise, meine beste Freundin, ist dann auch noch mit der Jette mitgelaufen und wir hatten einfach einen wunderschönen Tag. Aber es war halt auch nochmal eine Belastung fürs Knie. Dann kam mein Umzug, da habe ich dann 3 Tage lang nichts gemacht. Da habe ich Montag was gemacht. Montag ist vielleicht Philetics. Ich glaube, ich habe Montag Philetics gemacht oder nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich dann nicht laufen bis Donnerstag. Am Dienstag war unser Umzug. Mittwoch, weiß ich nicht mehr. Ich war auf jeden Fall nicht laufen und am Donnerstag war ich dann in München und bin mit der Dori zu so einem Lauftraining gegangen. Das macht die Leni, eine ehemalige Läuferin. Die gibt ja immer so kostenlose Coachings und wer da in München ist, schaut mal bei MySports irgendwas vorbei. Ich verlinke das euch mal unten, wenn ich dran denke. Die gibt immer mal wieder so Kurse und da kann man dann also umsonst hingehen, unverbindlich, sich halt vorher anmelden. Und dann dort hingehen und das war schon sehr cool. Wir waren nur sehr fix, also wir sind 2,7 Kilometer in den Olympiapark gelaufen, haben da dann verschiedene Stabi-Übungen gemacht, also Erlaub-ABC.
so Steigungsläufe und dann am Ende zwei Intervallrunden und sind dann wieder im recht zügigen Tempo zurück. Und mit recht zügig meine ich eine Pace von 5,20 bis 5,40, die wir gelaufen sind. Und da habe ich dann das Knie schon sehr gemerkt. Also ich hatte wirklich Schmerzen dann. Am Freitag bin ich dann in Nürnberg beim Stadtlauf gestartet und es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil ich ihn nicht gefinisht habe. Ich habe nach der ersten Runde bzw. nach 8 Kilometern habe ich beschlossen, dass ich den Lauf aufhöre, weil ich im Schienbein vorne Schmerzen hatte und im Knie, die Knieschmerzen, die ich ja dann schon seit einer Woche hatte. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich weiterlaufe, dann kann ich den Marathon vergessen. Und da mir der Marathon mein Hauptwettkampf ist und mir wichtig ist, habe ich ihn abgebrochen. Ich wäre ihn fertig gelaufen, wenn er nicht mein Hauptwettkampf gewesen wäre. Ich hätte mich da irgendwie durchgeprügelt mit einer schlechten Zeit, aber ich hätte mich durchgeprügelt. Ich bin schon sehr viele Wettkämpfe mit starken Schmerzen gelaufen und Schmerzen. Es war aber nie was Ernstes, es waren einfach nur Ermüdungs- und Kopf. Das ist ja alles Kopfsache, Ermüdungsschmerzen. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Lauf abzubrechen. Es war nicht sehr schön, weil ich die letzten 2 Kilometer natürlich gegangen bin. Ich hatte das Stadtlaufschwert an, das heißt, ich konnte es nicht ausziehen. Jeder hat gesehen, dass ich beim Stadtlauf mitlaufe und ich habe dann auch einige nicht so nette Kommentare bekommen von Zuschauern. Und ich werde auch jetzt, es war mir eine sehr große Lehre, denn ich werde nie wieder bei einem Lauf einen gehenden Läufer anfeuern, weiterzulaufen, mitzukommen, denn man weiß nie, also anfeuern schon eher so, du schaffst es und bleib stark und du kannst das, aber nicht mehr so dieses Lauf weiter und gib alles, weil man weiß nie, was derjenige hat, was für eine Geschichte er hat, ob er sein Hauptwettkampf ist oder nicht. Und nachdem ich dann bei meinen Freunden war, die als Supporter da waren, war ich dann sehr froh, dass sie mich auch aufgefangen haben in dem Moment. Und es war dann auch alles gut, die anderen sind alle gut durchs Ziel gekommen und wir waren zu 5, glaube ich, und 4 sind dann haben gefinisht und ich eben nicht. Aber es war sehr schön, hat sehr viel, also es war trotzdem schön und auch das Richtige. Ich kann heute sagen, es war wirklich die richtige Entscheidung. Ich habe dann, Dori hat dann mein Schienbein massiert, ich habe im Schienbein zum Glück keine Vorsehnenentzündung, sondern einfach nur Muskelkater vom Lauf-ABC. Das heißt, ich muss das deutlich öfter machen. Was mich sehr erleichtert hat. Das Knie habe ich mit der Blackroll geblackrollt und gedehnt und ein bisschen ruhig gestellt und jetzt geht's wieder. Ich kann jetzt auch wieder laufen gehen. Werde aber jetzt die letzten 2 Wochen vor dem Wettkampf ein bisschen achtsam sein und nicht so viel laufen und nicht so schnell und nicht so intensiv, wie es mein Trainingsplan für nötig hält. Und wenn dann nur einfach schauen, wie es mir geht und dann entscheiden, weil ich denke, das ist das Wichtigste, dass ich jetzt gucke, dass das Knie hält. Natürlich ist es auch Kopfsache. Ich hatte die letzte Zeit einige Zweifel und da möchte ich gar nicht so viel drüber reden, weil ich beschlossen habe, dass ich nur noch positiv denke. Ich habe alles getan für diesen Marathon. Ich bin keine sehr schnelle Läuferin. Ich bin vielleicht zu früh dran mit dem Marathon, aber das ist mir egal. Ich laufe ihn jetzt, weil ich ihn einfach so gut ich konnte vorbereitet habe. Meine Zielpace, die ich halten will, sind 6 Minuten pro Kilometer. Das wäre nur eine Zeit von 4 Stunden 12 und damit wäre ich vollkommen zufrieden. Wir werden sehen, wie es läuft. Es wird jetzt nur noch positiv gesprochen über das ganze Thema Marathon. Und ja, jetzt seit dem Stadtlauf war ich gestern noch einmal mit Dori und Olli laufen, da war ich 8 Kilometer. Und das ging sehr gut mit einer Pace von 6,30, das war wirklich gut. Das Knie habe ich am Ende gemerkt, aber nicht sehr stark. Deswegen muss ich jetzt einfach ein bisschen darauf achten, dass ich da mich nicht mehr überlaste vor dem Wettkampf. Jetzt geht es ja in die Taping-Phase vor dem Lauf. Das ist die Phase, in der man faul ist und viel Hunger hat, weil man einfach gewöhnt ist, so viel zu essen, weil man so viel verbrennt. Aber jetzt passiert nicht mehr viel die letzten beiden Wochen. Ich werde euch vielleicht nochmal so ein Update geben, wie es mir eben kopfmäßig geht. Jetzt kriege ich gerade die E-Mail vom Ergebnis vom Stadtlauf München, Nürnberg. Gratulation, Sie haben es geschafft. Nein. Ich habe es nicht geschafft. Aber gut, danke Stadtlauf Nürnberg, ich habe es nicht geschafft. Aber schön, dass du mir eine E-Mail geschrieben hast, damit dass ich es geschafft habe. Naja.
Und jetzt muss ich mich einfach psychisch stärken, dass ich vielleicht nicht die schnellste und beste Läuferin bin, aber trotzdem diesen Marathon laufen werde. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich kann das ganz schön beschreiben, das können auch wenig Leute nachvollziehen, wie emotional dieses ganze Marathon-Thema ist. Natürlich ist es nur Laufen und natürlich ist es nur ein Wettkampf, aber für mich waren es halt einfach bisher 10 intensive Wochen, am Ende sind es 12 intensive Wochen Training, Beschäftigung mit dem Thema. Man denkt dran, wenn man aufsteht, man denkt dran, wenn man ins Bett geht. Und die Katze quetscht sich gerade da unten durch. Zeig euch das mal. Mizi! Und die andere regelt sich, ist doch auch süß, oder? Ich liebe die so. Entschuldigung. Die Katze war so toll. Jetzt hält wahrscheinlich die Kamera nicht mehr. Doch. Da gibt es diesen Film The Journey. Da werden 4 Läufer vom letzten Jahr BMW-Marathon in Berlin begleitet. Und ich muss sagen, ihr müsst euch den Film anschauen. Er ist bei Vimeo online. Das heißt, schaut einfach mal dort vorbei. Es geht auch nicht darum, es ist nicht der Wettkampf. Der Wettkampf ist die Belohnung für all das Training, all die Schufterei, all diese intensive Zeit. Für mich ist es nicht einfach nur, den Wettkampf zu laufen. Der Wettkampf ist das i-Tüpfelchen. Was schwierig ist, und das hat mir auch letztens eine geschrieben, da bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Es geht nicht darum, so einen Marathon zu laufen. Es geht darum, sich zu jedem Lauf aufzuraffen. Es geht darum, aufzustehen, wenn du müde bist. Es geht darum, zu laufen, wenn deine Beine schwer sind. Es geht darum, durch den Regen zu laufen, durch Kälte zu laufen, durch Hitze zu laufen, mit aufgescheuerten Oberschenkeln, mit drückenden Schuhen, weil du sie falsch geschnürt hast. Es geht um Kilometer 25, wenn du eigentlich umdrehen willst und dein Körper sagt, nein, geh nach Hause und du sagst, nein, ich geh weiter. Darum geht's. Es sind die persönlichen Grenzen, die man überschreitet, die man einfach schafft mit der Zeit. Und das ist so schön, wenn man Dinge schafft, die man nie gedacht hätte, dass man sie schafft. Und ich werde dazu vielleicht nochmal ein extra Video machen, weil ich habe in dieser Zeit meine 10-Kilometer-Bestzeit ziemlich verbessert. Von 57 Minuten 30, glaube ich, auf 54 Minuten. Das ist einfach schon relativ viel für mich, weil ich ja immer nicht schneller geworden bin. Und vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video, wie ich denke, dass man im Training schneller wird. Ja, ich habe jetzt auch lang genug geredet und tut mir leid, dass so lange kein Video kam. Ich hoffe, das ist okay. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genießt das Laufen, genießt die Freiheit, laufen gehen zu können. Wir sind auf dem Land, hier gibt es Traktoren, es tut mir leid. Ja, genießt es einfach, so schön und so lange ihr könnt. Und wenn ihr nicht laufen gehen könnt wegen irgendwas, dann geht Radfahren oder irgendwas anderes. Für mich steht fest, Triathlon wird mein Sport bleiben, obwohl mir das Marathon-Training sehr viel Spaß gemacht hat. Das Triathlon ist einfach mein Ding. Und ja, jetzt sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich berichte euch bald wieder. Bis dann. Tschüss.